Ich heiße Veronika, bin 36 Jahre alt und habe seit meinem 7. Lebensjahr Migräne. Am Anfang hatte ich ca. 4 bis 6 Migräneattacken im Monat. Hat sich dann so zunehmend gesteigert auf so im Durchschnitt ja so 10 Migräneattacken. Und dann im Studium war ich teilweise bei 15 bis 20 Anfälle pro Monat. Kann gleich weitergehen. Super. Die Migräne ging so mit 7 Jahren ungefähr los. Immer starke Kopfschmerzen, Übelkeit, Lichtempfindlichkeit. Ja, und es hat sich dann so zunehmend gesteigert eigentlich. Ja, es war am Anfang auch immer nicht klar, normaler Kopfschmerz. Und dann irgendwann ja, war es so Migräne im Kindesalter. Die Zeit mit den vielen Migräneattacken, also wirklich so 15 bis 20 Stück, die war einfach fürchterlich. Also da mag man auch manchmal nicht mehr leben. Ja? Also das ist keinerlei Lebensqualität letztendlich. Ja? Also man kann einfach nicht mehr irgendwann. Als dann die Migräne diagnostiziert war, haben wir verschiedenste Sachen ausprobiert, von Heilpraktiker über Entspannungsverfahren, Ausdauersport. Aber letztendlich hat nie so richtig was geholfen. Zu Universitätszeiten bin ich dann in der Migräneambulanz gelandet. Da haben wir dann so mit den ersten Prophylaxen angefangen. Es waren Beta-Blocker und damit war es dann ja, zumindest relativ stabil auf, ja, ich sag mal so 10 Anfälle pro Monat. Also das war dann schon mal deutlich besser, also ein bisschen mehr Lebensqualität. Der Wendepunkt war dann Januar 2021. Da habe ich dann die Antikörpertherapie bekommen und da gingen dann darunter letztendlich die Anfälle wirklich massiv zurück. Da war ich dann bei anfangs 2 bis 4 Anfällen pro Monat. Also so der erste Monat, wo ich dann wirklich festgestellt habe, okay, es kommt gerade keine Migräne mehr. Das war Erleichterung pur, aber auch so die Angst oder einfach so, man kann es nicht glauben erstmal. Ich hatte eigentlich wirklich das erste Mal Lebensqualität. Ich konnte Sport machen. Dadurch bin ich jetzt wieder so weit, dass ich wirklich regelmäßig Sport mache, Ausdauersport mache, Kraftsport mache und allein ja auch dadurch schon die Migräne besser im Griff habe. Ich bin meinem Neurologen total dankbar, dass mir einfach jetzt auch die Therapie angeboten wurde und auch ja, letztendlich der Forschung, ja, dass solche neuen Medikamente auf den Markt kommen überhaupt. Das ist sicherlich ein Grund, warum ich die Deutsche Hirnstiftung unterstütze, weil einfach gerade eben die Forschung und so die Öffentlichkeitsarbeit total wichtig ist. Ich bin Ärztin in der Praxis, ich sehe es auch wirklich da, wie Leute mit Kopfschmerzen einfach oft nichts sagen, oft nicht an den richtigen Ansprechpartner kommen. Und ich glaube einfach gerade, dass man durch solche Kampagnen wirklich auch tiefer kommt. Ja? Also jetzt nicht nur, man muss beim richtigen Neurologen landen, sondern vielleicht auch, dass es einfach eine Stufe tiefer beim Allgemeinarzt schon ankommt oder der Patient selber halt irgendwo was sieht.